Und damit willkommen zurück zu Bear With Me. Nachdem in der letzten Folge unseren Detektivbären kennengelernt haben und das Verschwinden unseres Bruders untersuchen wollten und dabei eventuell sogar eine tote Giraffe, unser totes Giraffenplüschtier, bemerkt haben, sind wir nun endlich auf den Dachboden gestiegen und damit auf dem auf dem Weg nach Paper City. Und damit spielen wir jetzt die Episode 2. Ich bin gespannt. Exodium Games presents Bear With Me. Episode 2. Es war ein kalter, nasser Tag. Der Regen fiel von oben nach unten. Das hat in letzter Zeit relativ oft. Jemand angelte. Und wir waren vor Shell's Bay Diner, das 24 Stunden offen hatte. Mit einem Fisch. Und es roch dort auch nach Fisch. Die Kassiererin, alles roch nach Fisch. Fallen der Marionettenmann dort hinten. Da ist ein Besen. Das ist doch ein Harry Potter Besen dort. Well, well, well. Look what the booze dragged in. Wow, that was really bad. Cut me some slack, all right? I had a long night. Hi, Betty. Long time Betty? No see. Not long enough. Always a charmer, Ted. Hi, darling. It's been a while. You're still as pretty as ever, and you've grown. Thank you, Betty. You look amazing. Are you getting ready for a casting call? Huh, yeah. It's for a movie called 24-Hour Shift Survivor. You really look the part, babe. Don't be rude. Oh, I'm sorry. Were you talking, Bear? I couldn't hear you over the sound of you being so short. It's like you're not even trying anymore. Ah, I missed you, Bear. Literally. So yeah, are we going to pretend that never happened? You had it coming. Wait, what? Yeah, your bestie here tried to shoot me. I'm sure you deserved it. He did. Women, you can't kill them, but they'll sure as hell try to kill you. Oh, please stop being such a drama queen, Ted. If I wanted to kill you, you'd be dead. What are you talking about? You missed my head by half an inch, grazed my left ear, and I fell out of a 20th floor window. I was in the intensive care for 2 weeks, and you didn't even have the face to show up. Did you not get the flowers? I did. They were lovely. And nothing says I'm sorry like a funeral wreath. Sorry? After what you did? I'm thinking I should finish the job right now. Hell hath no fury, indeed. It seems you two have a history together. That's an understatement. Never mind that now. Avoiding touchy subjects as always, I see. You've matured so much, Ted. No, not at all. It's just, we're kind of in a hurry. Okay, also irgendwie, die kennen sich beide und schaut euch mal das Gesicht an. Ich kann es hier gerade schlecht erkennen auf meinem Bildschirm, aber irgendwie hat ihr doch hier einen Sprung auf der Seite. Ist das anzunehmen, dass das vielleicht mal so eine Babypuppe war für uns? Hinter dem Marionettenmann, also wieder Spielzeug. Und hier sehe ich auch nicht genau, was ist das? Ist das hier ein Pferd? Ist das. Ich sehe überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine Nase. Nun gut. Hast du CBG gesehen? Have you seen CBG? I was told he hangs around the harbor lately. Yeah, he's here all right. And hanging around is really the perfect choice of words. How can we find him? You can start at the container terminal. He's been there almost every night for the past couple of weeks, chasing seagulls and yelling at the terrified harbor workers. You talked to him lately? He comes in every so often, usually waits for everyone to leave and then sneaks in. He almost gave me a heart attack the other day. What happened to him? He was brilliant once. Best detective in the whole world. Well, second best. Anyways, one day he just snapped and he was never the same again. I guess that kind of lifestyle takes its toll on people. Just ask Ted here. It's only a matter of time before he starts raving on the streets about seagulls and populism. Seagulls? But Ted's retired. Yep, here I am, just enjoying my retirement. Retired? Hmm, never took you for a hobby. Lass die Melodie in eurem Kopf starten. Seagulls. And no, Ted, getting drunk isn't a hobby. Betrunken sein ist kein Hobby? Ach so, es steht noch manche andere. Wir suchen nach Flint. Hast du ihn in letzter Zeit gesehen? We're looking for Flint. Have you seen him lately, or talked to anyone who has? Flint? Oh, I've heard about that. Darling, I'm so sorry. Thank you, Betty.
We actually thought he might be here in Paper City. I'm afraid I haven't seen him for quite a while now. Recently, we came across some evidence suggesting the Red Man might have something to do with Flint's disappearance. I know you've heard about him. So, what's going on here, babe? What's going on, Ted, is that this maniac came down to the city with the sole purpose of burning it down to the ground with everyone still in it. I don't know what the hell he is, but judging by the stories, he's the devil himself. I pray that he didn't have anything to do with Flint's disappearance. Okay, was hat er etwas... Wer hat dir etwas von Flint erzählt? Who told you about Flint? Blabbermouth was here recently. It seems he's doing some sort of investigation on the events surrounding the Red Man. Hmm. He's looking to get killed, more likely. I'm sure he'll be just fine, Ted. He's been doing this for a long time. Doing what? Hiding in the bushes and going through people's trash cans? You should really give him more credit. Every case you solved, he was the one that wrote an expose about it. He basically made you famous. Huh. I'll send him a gift basket. He won't. Is he still writing for the paper daily? He's their top news hound. Is that Pete over there? Yep, that's old Pete. Who's Pete? He works here at the docks. He sure is. He has a bit of a drinking problem. You can relate, right? Don't get smart with me, babe. What exactly is he doing around here? Oh, this and that. Mainly he's in charge of the drawbridge and some other stuff. Is he off duty? I guess so. No bridges need drawing at the moment. Well, if you can wake him up, you can ask him that yourself. Good luck, though. I've been trying to wake him up for a while now. He's out cold. Yeah. Anyways, we're leaving. We have to find CBG. Thank you, Betty. Good luck with your next audition. Thank you, darling. Good luck with your case. And Ted. What? Be safe. Maybe we can get together someday after all this is over. Have a cup of coffee or something. Sure thing, babe. I'd like that. Bye, Betty. Oh, Mensch. So, you and Betty. Betty? Shut up. Oh, schön. It's an empty mug. Dann nehmen wir den. I'll take this. It could be useful. Ach so, apropos. Wer sind wir denn? Wir haben das Schwert. Hätten wir es nicht gefunden, hätten wir dann... Also hätten wir es nicht mitgenommen, hätten wir es dann auch jetzt im zweiten? Und was ist das hier? Das sehe ich gerade nicht. Ah! We should get back to the harbor doll. I need to talk to CBG and see if he knows more about all of this. You're right. Let's go back. Ah, okay. Eine große Karte, Mensch. Es entwickelt sich ein Leibbrot. I prefer my food in liquid form. Ja, klar, trinkst lieber. Boy, this place is a mess. Salz und Pfeffer. Salt and pepper's here. Von der Musik hier, genau. Push it real good. Push it real good. Das kennt das Mädel noch? Salt and pepper? Mensch. Älteres Stoff. A freshly made batch of buttery and probably overpriced popcorn. Buttered popcorn? Salt popcorn? Sie geht vor, er geht langsam nach. Wenn jemand guckt, ja, etwas, alles. Eine Kaffeemaschine, Kühlschrank erstmal. Filled with chilled carroty goodness. My God, do I need a drink. Darling, I already cleaned out the coffee machine. Besides, you're a bit too young for coffee. Boy, this place is a mess. Oh, wow, there's Ted, Betty, and CBG a couple years back, I guess. So, was können wir darüber noch erfahren? Aspiring actress and a part-time waitress, Betty. Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Shaft. Right on. No time for sitting around. Also dafür, dass das Spiel eigentlich so... Ist ja jetzt nicht sehr, sehr umfangreich scheinbar, wenn wir schon in der zweiten Episode sind. Also, gut. Wird mir Lügen strafen, es brauchen bestimmt 10 Stunden in der... Und eigentlich bei so einem ganz kleinen Adventure hat man meist nur wenig Sachen zum Auswählen. Aber hier hat man ja so viele Sachen und überall so schöne Kommentare. Das gefällt einem wirklich. Das sind einfach nur Knöpfe, nehme ich an, von den Sofas, ja. I'm not very hungry. With their menu, you'd better not be. Boy, this... Ja, das hast du schon mal gesagt. Diesen Salzstreuer willst du nicht haben. Aus dem Fenster. Not much use when you can't see through them. Feuer? It's just for decorative purposes. Nothing works here.
Ich wollte gerade sagen, wäre interessant, wenn das funktioniert. So, hinten ein paar Kisten. I spent 12 hours in a box once, until she remembered that we were playing hide and seek. Just Amber things. Nur Amber Sachen. Das klingt wirklich nach einem Umzug und das klingt irgendwie was mit Eltern und getrennt leben. Ich weiß nicht, ob die Schuhe was ausgesagt haben in dem Elternschlafzimmer oder ob ich da jetzt zu viel reindeute, aber das wird noch irgendwas sein. Nimbus Supreme. That's some fancy broom. Still a broom though. I don't even feel like sweeping my own room, let alone someone else's. Mädel, what's up? Irgendwann wirst du auch Bierzapfhähne. Beer with me. Come on, you're better than that. Och, kommt aber okay. Die Jukebox. Lauf hin. Ich finde es ein bisschen schade, dass erst sie sich bewegt und dann er so langsam. Das nimmt ein bisschen die Dynamik. So, jetzt habe ich natürlich nicht hingehört, was war. Wir haben kein Kleingeld. Wir haben wirklich kein Kleingeld. Wir könnten mit dem Schwert aber die Jukebox anstoßen. Wir könnten uns mal gucken. Wie alles hier. So, Pete. He's really out cold. You say it as if it's a bad thing. Ich nehme mal eine Jukebox anmachen, da wird schon wieder wach. Okay, haben wir ansonsten irgendwas Schönes? Lernbecher. Wir können ihn. Someone might get hurt that way. Wir können auch mit dem Schwert. No time for a sword fight, although I totally win. Okay, gut, wir gehen raus. If they're so special, why are they not on the menu? Good point. Spezialitäten des Tages, stimmt. Warum sind nicht nochmal im Menü? I'm not going through trash. I thought we established that. It's Pete's car. Looks shabby. PC 896. Das würde ich was sagen. Können wir das irgendwie öffnen, den Kofferraum? Und finden die Leiche. Are we just breaking into people's cars now? Don't worry. He won't mind. Or notice. Or both. Are we just breaking into people's cars now? Don't worry. He won't mind. Or notice. So, das Diner gucken wir uns nochmal an. This place wouldn't be the same without Betty. Können wir dem Auto irgendwas Spezielles noch ansehen? Nein. Dinerzeichen. Shell's Bay Diner, where everybody barely knows your name. Bisschen Müll noch. It's filled with the finest things, just top shelf stuff. I am not going through trash. More like Grayery. Grayery. Sehr schön. So, eine Angel. Nee, erst angucken. Erst I don't angucken. Buy it. I think it's fake. Denkt es fake. Can you like not stand there? You're scaring away the fish. So, na dann, Clark. Hmm. There's Clark. He seems to be fishing, but something is. Don't say it. Fishy. Fishy. Oh, schön. Das war klar, der Kommentar. Clark, der Kommentar. Ha! Das kann ich auch. So. Hi, Clark. Caught anything yet? Oh, great. It's you two. Nothing yet. I think I'll just call it a night soon. I can't keep my eyes open anymore. So, you're fishing to get by. Times are tough. Fishing to get by? It's not 1600s, Ted, now is it? No one fishes to get by anymore. I do it recreationally, like, as a hobby. In the middle of the night. Well, it's raining. Aber echte Fischer müssen fischen, um zu überleben. Yeah, well, I got this raincoat, don't I? And I don't have to work in the morning. I'm a successful entrepreneur, actually. I made a fortune selling bubbles. Bubbles? It's all rather complicated. I can do a presentation if you have a minute. I'm afraid... Hell no. He means we're in a hurry, but maybe some other time? Fine! I guess I can just give you this pamphlet. You can read about it in there. Sure, we'll, read it later. I can't wait. And you being here at this ungodly hour has nothing to do with a certain waitress, Clark. Betty? No, no, we're just friends is all. I'm not stalking her! Sure seems like it. Well, I'm not! I don't care what the court has to say, it's just I'm here because I like Gericht? You're not even looking at the water, you're turned towards the diner. I don't have to look at the bloody water to fish, it's pitch dark anyways! When I see the pole getting twitchy, I get to reeling, that's it! Sure. Alright, I'll just go back to it then, and I'm sure you're very busy.
Can you, like, not stand there? You're scaring away the fish. And scaring away the you, more like it. Okay, bye. See you later, Clark. I'll be here. I bet you will. Okay, der ist etwas seltsam und die Betty verknallt. So, wir können Brücke gehen und Paper City. Wir gehen jetzt mal zur Brücke. Da haben wir einen Hinweis gekriegt. So, eine Ölkanne ist schon mal was Cooles. Dann nimm's auf. Das wird die Brücke, die dann runtergelassen wird, damit wir weiterkommen, nehme ich an. Also Pete, wach machen. Just grab that real quick. Why don't you grab it real quick, Short Step? Short Step. Nah, I don't feel like touching electrical stuff. Oh, vernünftig, junge Dame. It's lowered. As opposed to when it wasn't. Nochmal langsam. It's lowered. As opposed to when it wasn't. It's where we'll find CBG, according to Betty. We just need to lower the bridge. We need to lower it somehow. Maybe the controls are in that bridge control room. Who would have thought? Ich probiere noch mal kurz in den Brückensteuerraum zu gehen, ob wir da irgendwas machen können. Und haben hier ein paar Flaschen. Ted, are you working here? Don't act smart. Noch wegen den Flaschen. A collection of magnets. How cute. You can't really tell, but that panel looks important. I have a keen eye for detective stuff. Und sie drückt irgendwas? All right, let's give it a shot. What are these pointy thingies? Looks like the bridge level indicator display, indicating that bridge is not lowered. Look at you, Mr. I know my stuff. What's this switch thingy? Do I look like a bridge raising guy? Well, you do share a lot of the same habits. Ach komm, hier gibt's nicht 2 Milliarden Schalter für eine... Fehlt eine Sicherung, okay. Muss man wahrscheinlich erst erkennen. There's something missing. Or my name isn't Barbara. The fuse is missing, Barb. Launch Nuclear Strike. Okay. Warum ist das hier? Oh boy. Let's just keep this between us. Ja, sollte man erstmal vielleicht. Rewired number 2 into number 6. Okay, müssen wir hier irgendwas machen? Glänzendes Ding. What's this shiny thingy? Looks like a detailed user instruction plate. Don't recognize the language though. I want to say Chinese. Ja, mit Sonderzeichen übersetzt wurden, wie man die Quadrate sieht. Und noch ein Schlüsselloch brauchen wir, also ein Schlüssel. We need to find the key for this panel. Maybe Pete has it on him. What's this round thingy, Ted? It looks like a plane turn coordinator, but that makes no sense. What's this thingy here, Ted? Should be a digital signal switch panel. Okay, also wir haben noch keine Ahnung davon, aber wir haben einen Hut. You used to have a hat just like this. What happened to it, Ted? It's a long story. Nochmal bitte. Startet, er erzählt's dann. So, Sache auf dem Tisch. Some of a man's life can be found on his office desk. Is that why yours is full of booze? It's not full of booze. I have important papers there as well. Rechnung von Schnaps. Just an empty can. A nice leathery briefcase. I wonder what's inside. Ach, da guckt sie rein. Oh, sie bewegen sich gleichzeitig von hier los. Und? Who carries a screwdriver around? I'm pretty sure that's his car key. I'll take it with me. We can return it later. You'll just take it. Really? You? Oh, shut up. Shut up, sagt sie. Sonst noch? A nice leathery briefcase. Noch eine Flasche? Are you working here? Don't act. Das hat man schon, Dimmelheimer. It's trash. Fascinating. Right? The coat really goes well with that briefcase. Never took you for a fashion expert, Ted. This suit and tie are no accident, Missy. Funny you should use that word, accident. Oh, so schön der Bär, ey. Oh, wie Mace. There are a couple of coins in here. We'll just borrow them. Yup, jukebox. Wow. Genau. Und Sachen auf dem Tisch. The sum of a man's life can... Is that why... It's not... Und sonst haben wir nichts, die Kisten. Somebody really loves to draw boxes. Ja, von den Entwicklern. So, dann werden wir dann mal weiterschauen. Und gehen erst.
So, nachdem wir jetzt die Münzen gefunden haben, können wir uns mal Richtung Diner wieder aufmachen, um zumindest die Jukebox zu aktivieren. Dafür haben wir es ja. Nehmen wir und rein in die Jukebox. Auf das Pete, was auch immer er eigentlich anhat, wieder wach wird. Alright, come on, Fortune. Vermögen. Okay, er schreckt auf. Ist aber immer noch nicht, aber dafür hat er was fein gelassen in Ausguss. Plus. Ted, geh mal zur Seite, wenn's geht. Ted. Ted! Who's the cat that won't cop out when there's danger? Shaft. Right on. Okay. Achso, es ist fällt ins Wasser und wahrscheinlich der Angler hat es dann. Wäre so die typische Idee doch, oder? Ein Schraubenzieher mit so einer Hasenfurse dran. Warum nicht? Das ist okay. Aber wir können nicht in den. Doch, jetzt können wir in den Schacht gucken. Ted stand drauf. Ungünstig. Ted guckt nicht so. Der Schlips übrigens viel zu lang. I can see Pete's keys in there. We need something to fish it out. Na, ne? Das kann ich schon wieder nicht auswählen. Das ist natürlich ungünstig, wenn die Charaktere davor stehen. Jetzt nochmal Schacht. Benutzen. Das wird ewig so weitergehen. Can't reach it by hand. By hand. Wir haben einen Schraubenzieher. Es ist zumindest lang. Und wir haben ein Schwert. Lass uns doch mal das probieren, sobald wir den Schacht. Ich gehe jetzt nächstes Mal nach hinten, okay. Vielleicht das kurze. Wir probieren einmal das Schwert. Ich weiß nicht, wie dünn das ist. No time for a sword. Gut. Wir probieren das Taschenmesser. Someone might get hurt. Wir probieren den Schraubenzieher, weil er auch schön lang ist. Someone could get hurt. Ja, okay. Dann nehmen wir eine Broschüre. Da tut da irgendwas ein bisschen rausfalten. Ein bisschen verstärken. Throwing this away is about the only... Können wir das vielleicht zurechtbiegen, schneiden? Throwing this away. Nein. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Angel. So, was möchte denn dafür der gute Typ haben? Wollen wir erstmal kurz nach links gehen? Vielleicht gehen wir mal kurz nach links. Aber... We should get back to the... You're right. Jetzt hatten wir es hier ein... Ach nee, es ist ein Fischernetz. Wir können sonst nirgendwo hin. Hier gibt es noch Greetings von Paper City. Wo manche Lichter ausgefallen sind. So, also sollten wir mal mit Clark raten. Und es regnete weiter in der Nacht. Der Einzige, der uns helfen konnte, war ein Vermummter. Der angelte. Eigentlich angelte er Menschen. Er wollte zur Kellnerin im Diner. Doch sie hatte kein Auge für ihn. Er Clark, aber zwei für sie. We can borrow your fishing rod? Yeah, it's not like you need it anyways. No, no, I need it! For the cover. No, I have a feeling they'll start biting soon. All the women you're harassing? The fish! I'm just here to fish, damn it. How about you two be useful for a change and go get me some coffee from the diner? I can barely keep my eyes open anymore. Why don't you go and get it? I would, but I can't leave this here post for too long. Ja, du kannst den Post nicht verlassen. Maybe we can keep an eye while you go get some coffee. Yeah. I mean, no one ever went to jail for getting the cup of coffee. You could be the first. You're just trying to get rid of me so you can steal my rod. No, we would never. Yeah, pretty much. Okay, if we get you some coffee, will you give us your fishing rod? I'll think about it. Wir haben ja zumindest schon mal eine Tasse für Kaffee, aber ich habe so das große Gefühl, dass wir ihm keinen Kaffee holen werden, sondern irgendeinen Ersatzstoff. Da müssen wir mal mit der Betty reden. Die Kaugummi-Code. Was hat die dort an der Wange? Das sieht echt aus wie so ein Porzellansprung von einer Puppe. Hi Betty, any chance we can bother you for a cup of coffee? Darling, I already cleaned out the coffee machine. It's not. Who's it for? Achso, ich hab's weiter gemacht. Wir haben einen Teil davon schon gehört. Also für wen ist das, dieser Kaffee? Für die Armen, fürs Labor, wir müssen das Leben des Präsidenten retten. Das ist für Clark. Lasst uns das erstmal für Clark machen. Vielleicht sieht's ja besser aus, dieses Zusammenspiel hier.
It's for Clark, quote-unquote fisherman out there. My God, he's relentless. You can give him this. Tell him I've made it especially for him. Did you? You didn't poison the... Do I look like a murderer to you? I mean, not right now. Oh my God, I've spiked it with some pepper, Ted. Können wir den Kaffee jetzt hier eingießen? Voila, it's complete. Warum kriegen wir nicht gleich einen Kaffeebecher? Was ist denn das für ein Sinn? Also, Entschuldigung. Warum rege ich mich gerade auf? Ich meine, dieses eine Umfüllen ist absolut unnötig. Egal. Wir freuen uns drum, dass wir es gleich rausgekriegt haben. Und gewürzten Kaffee. Kennt ihr solche Spiele, wo man alles mögliche erzählen kann, wenn ein Charakter von A nach B geht, über den ganzen Bildschirm und nicht rennt, sondern langsam läuft? Dies ist eins dieser Spiele. Here you go, buddy. Betty said she made it especially for you. Hmm, smells lovely. Sure does. Achoo! Oh dear. Clark, are you okay? No, I'm not. I'm soaked, and it's freezing. Throw me something and get me out, you two idiots. Huh. Flattery won't get you anywhere, Clark. I feel so bad about this. Okay. Wir beklauen ihn. Was macht man sonst schon? Jemand ins Wasser fliegt. I'm sure Sneezy won't mind. Nasser Stalker haben wir das Achievement gekriegt. So. Konnte ich die Fußmatte eigentlich noch anschauen? Mist. So, jetzt haben wir hier eine Angel. Never did enjoy fishing. Wir müssen da vielleicht was abschneiden. Never did in- Never did. There, we've got a fishing line. Now let's throw this entire fishing rod away. Okay. So, jetzt haben wir eine Angelschnur und Fischkräten. Können wir diese Kräten irgendwie auseinander machen, daraus irgendwas machen? Someone might get hurt though. Eine Angelschnur. So, damit müssen wir jetzt irgendwas befestigen, nehme ich an. Richtig. Was war das gerade für eine? There has to be something else we can use this fish line with. Ich meine, allein nur die Angelschnur brauchen wir. Okay, genau, wir müssen irgendwas dran binden. Wir können diese Fischkräten aber nicht kleiner machen, weil da könnte man ja. Aber hat denn nicht die Angelschnur einen Haken vor uns dran, oder bin ich gerade blöd? Wir können also um die Münze binden. Und dann irgendwie sowas zu machen. Okay, erstmal die Fischkräten. Funny. 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 Ah. Wir haben Angelschnur. Ich würde einen Haken dran machen. Der meines Erachtens schon existierte an der Angel, bevor wir sie weggeworfen haben. Okay. Nein. Kann ich raus? Brücke. Meister, Meister, auf zur Brücke. Wir lassen ihn mal leicht vorgehen. Ich will noch mal wissen, ob hier die Fußmatte ausfüllbar ist. Ne, ist deiner. Hier hinten war aber nichts mehr, oder? Müllcontainer, Müll. Ach hier, wartet mal. Es hieß, wir können ausleihen, um das Auto aufzumachen. Schraubenzieher. Kriegen wir es damit auf? Like a glove. Wie ein Handschuh. I'll take this. It could be useful. Was? Die Sicherung. Alles klar, sonst noch was? I really hope we didn't scratch it. Don't worry about it. Damit haben wir erstmal diese Sicherung, die wir dann auch brauchen, um die Brücke runterzulassen. Also ändert nichts daran, dass wir immer noch nicht etwas haben, was wir in die Angelschnur binden. Was bedeutet, wir gehen nochmal ganz kurz in das Führerhäuschen. Wir können zumindest mal die Sicherung schon einsetzen. Das ändert ja nichts an der Oder kann ich so einen Magnet nehmen? Besonderer Magnet. Ah, alles klar. The annual getting stuff out of grates with magnets competition. Second place. What the? That's really specific. Tja, ganz besonderer Wettbewerb. I'll just take this with me.
Gut, und damit haben wir den Magnet. Tada! Behold the MCD 3000, the latest craze in fishing out metal things from hard to reach places. Sehr gut. Und wir setzen auch mal die Sicherung ein, einfach rauszukriegen, ob wir da noch irgendwie schon ein kleines Rätsel lösen dürfen, bevor wir Schuss reinstecken. Und nehmen die Sicherung. Seems like a good idea, but something is missing. Jo, der Schlüssel. Gibt's hier eigentlich so ein Minispiel oder ist das alles nur wirklich Point and Click und es wird schon passieren, solange wir am richtigen Ort gerade klicken. So. Und wieder bewegt sie sich dahin und holte ihre lange Schnur raus mit dem Magnet, den sie davor fand. Nice, I got the keys. I'm so crafty. Crafty ist schlau, okay. Und wie zwei Pole. Ein abschreckender, denn sie hatte Angst vor der Dunkelheit, wie auch ein anziehender, denn sie wollte ihren Bruder Flint finden, hatte auch der Magnet die Anziehungskraft, um einen Schlüssel rauszuholen. Und ich kann weiter Blödsinn reden. Während sie langsam weiterläuft, zum Glück gibt's hier Übergänge. So, weiter geht's. Okay, also, wir haben jetzt den Schlüssel, der übrigens irgendwas Besonderes hat. Steuerkasten. Drei Schlüssel und nur Steuerkasten. Ich frag gar nicht. Das muss, ist schon okay. Alright. So, also, wir nehmen den Schlüssel und stecken hier rein. There, it's coming down. We did it, Ma. You can't really tell, but that. Und damit Brücke über aufgewühltem Wasser. Kommen wir zum Container-Terminal.